Vitamine und Naschen. Bonbons mit wertvollen Vitaminen. Lernen Kinder dann nicht, dass Süßigkeiten genauso gesund sind wie Obst und Gemüse? Foodwatch hat Storks Werbung kritisiert und NIM 2 für den goldenen Windbeutel nominiert, den Preis für die dreisteste Werbelüge des Jahres. Doch kaum wurde das bekannt, versichert Hersteller Stork, dass wir mal wieder alles total falsch verstanden haben. Denn die Werbung richtet sich gar nicht an Kinder, sondern an mündige Erwachsene. In einem offiziellen Statement für Journalisten schreibt Stork: Käufer und auch Zielgruppe unserer Werbung sind übrigens nicht, wie es Foodwatch suggeriert, Kinder, sondern fast durchweg Erwachsene. Na sowas. Ist uns da etwa ein Fehler unterlaufen? Schauen wir doch noch mal nach. Tatsächlich. Eine Bilderbuchkampagne nur für Erwachsene. Hier sehen wir zum Beispiel Opa Klaus und Opa Dieter in der Hängematte, die ihren wohlverdienten Ruhestand genießen. Oder hier vor ihrem Parkgrundstück besprechen Jürgen, 52, und Uta, 48, ihre nächsten Investmentpläne. Und zwar in einer tollen Geheimsprache, die ausdrücklich für Erwachsene verboten ist. Und wenn da steht, Erwachsene müssen draußen bleiben, mein Stork. Natürlich Kinder. Ist ja eine Geheimsprache. Logisch. Auch hier die klassische erwachsene Zielgruppe. Walter, 38, präsentiert Hartmut, 41, seinen neuen Designer-Coffee-Table. In Österreich gibt es sogar neben zwei Marken-Events, also Seminare, nur für Erwachsene. Und nur Erwachsene zu sehen, klar. Hier beim Fahrsicherheitstraining mit dem Firmenwagen. Beim Assessment Center Incentive für die mittlere Führungsebene. Oder das Highlight nach einem anstrengenden Erwachsenen-Seminartag, die Ü30 Chill-Out Area. Und natürlich auch hier in der Fernsehwerbung nur Erwachsene. Wie hier links im Bild die Hände der 100-jährigen Elsbeth. Sie ist ein wenig kamerascheu und taucht darum in der Werbung nur als Bonbonspender auf. Und erzählt dabei ihren Kindern, die natürlich längst erwachsen sind, noch einmal die schönen alten Märchen von Stork. 10 lebenswichtige Vitamine, das macht frisch und munter. Das ist so gesund wie Sonnenschein, Obst und frisches Gemüse. Tja, wir von Foodwatch müssen uns wohl bei Stork entschuldigen. Eins hatten wir einfach übersehen. Die Kinder von heute sind eben die Erwachsenen von morgen. Also, stimmen Sie ab beim Goldenen Windbeutel 2011, aber stimmen Sie bitte keinesfalls für NIM 2. Ganz ehrlich.